Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es diesen in der Blue und in der Black Edition. Näheres hierzu könnt ihr der Kanalbeschreibung entnehmen. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch bitten, uns mit einem Like und einem Abonnement zu unterstützen. Auf diesem Wege wird es uns möglich sein, euch auch weiterhin regelmäßig mit Klassikern und neuen Stücken diverser Rundfunkanstalten zu unterhalten. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Mrs. Brown? Sie wollten doch um 5 Uhr geweckt werden, Mrs. Brown. So fest kann doch niemand schlafen. Mrs. Brown, haben Sie denn meinen Anruf nicht? Mrs. Brown? Blutgruppe A. Kriminalhörspiel von Hannelore Steiner. Bitte beruhigen Sie sich doch, Mrs. Baxter. Ich bin Lieutenant O'Brien und das ist Sergeant Richards. Ja. Haben Sie uns angerufen? Ja. Das heißt nein. Ich habe Miss Feine gebeten, unser Zimmermädchen. Ich war ja nicht mehr in der Lage nach diesem Anblick. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was hat man denn nur mit ihr gemacht? Sie wurde erstochen, Mrs. Baxter. Hm. Erstochen? Aber das ist ja... Sie hatten Dienst an der Rezeption in dieser Nacht. Die ganze Woche habe ich Nachtdienst, ja. Mrs. Brown wünschte um 5 Uhr telefonisch geweckt zu werden. Sie nahm aber nicht ab. Deshalb habe ich es zunächst an der Tür versucht. Seit wann hielt sich Mrs. Brown in diesem Motel auf? Sie sind gestern Abend erst angereist. Gebucht hatten Sie nur für diese eine Nacht. Na, wie die meisten Gäste, die hier auf Durchreise sind. Habe ich Sie richtig verstanden, Mrs. Baxter? Sprachen Sie eben in der Mehrzahl? Ja. Mrs. Brown ist mit ihrem Mann hier angekommen. Mit ihrem Mann? Jedenfalls haben Sie sich als Mr. und Mrs. Brown bei mir an der Rezeption eingetragen. Können Sie uns vielleicht verraten, wo Mr. Brown steckt, wenn er mit seiner Frau hier abgestiegen ist? Nein, keine Ahnung. Er hat schon gegen 1 Uhr nachts das Hotel ziemlich eilig wieder verlassen. Und seitdem haben Sie auch Mrs. Brown nicht mehr gesehen? Doch, Mrs. Brown kam wenig später zu mir. Sie trug einen gelben Bademantel. Daran erinnere ich mich noch. Sie war ziemlich aufgeregt, ließ sich eine Schlaftablette und Sodawasser geben. Sie müsse jetzt unbedingt schlafen, sagte sie, denn am nächsten Morgen hätte sie zu arbeiten. Sie wollte den Bus nehmen, der gegen 5:45 nach Merrington geht. Wir vereinbarten zu 5 Uhr einen Weckruf. Mrs. Baxter, können Sie uns diesen Mr. Brown beschreiben? Oh, beschreiben? Wissen Sie, hier sieht man so viele Gesichter. Na, überlegen Sie. Er war groß, schlank. Mhm. Ja, ich glaube, blondes, nach hinten gekämmtes Haar. Ende 20 vielleicht. Das Zimmer, in dem Sie Mrs. Brown fanden, ist ein Einzelzimmer. Haben sich Mr. und Mrs. Brown ein Bett geteilt? Sie hatten getrennte Apartments genommen. Obgleich sie sich als Eheleute ausgaben. Seltsam, nicht? Um ehrlich zu sein, ich habe mich ja auch gewundert. Mr. Brown hat sein Zimmer auch gar nicht benutzt. Es ist die Nummer 9. Zunächst vielen Dank, Mrs. Baxter. Ja. Sergeant, haben Sie sich mal bei den Motelgästen umgehört? Es will niemand was gehört haben. Übrigens, von der Tatwaffe bisher keine Spur. Um das Fenster von außen zu öffnen, hat der Täter einen Glasschneider benutzt, daher das faustgroße Loch neben der Verriegelung in der Scheibe. Das Mädchen muss ihn offensichtlich nicht bemerkt haben. Wahrscheinlich hatte die Schlaftablette bereits ihre Wirkung getan. An der Schnittstelle des Fensterglases konnten wir Gewebeteilchen nachweisen. Braunes Tuch. Außerdem Spuren der Blutgruppe A. Rh-positiv. Das Opfer besitzt B. Rh-positiv. Der Täter muss sich also beim Einstieg verletzt haben. Ja, was uns im Augenblick vielleicht weiterhelfen könnte, ist dieser Reklamekalender hier, der sich in der Tasche des Mädchens fand. Ein Werbepräsent des Kaufhauses Holiday in Merrington.
Kaum Eintragungen, aber einige Tage sind angekreuzt. Sonst keine Hinweise. Nicht mal der Name ist vorn vermerkt. Diese Check-Control-Card hier lag im Kalender. Warnlager Holiday steht darauf. Mitarbeiter, die diese Karte in die elektronische Kontrolle schieben, erhalten damit Zutritt. Okay, Lieutenant. Ziehen wir los. Ja, kein Zweifel, das ist Judy Hill, Verkäuferin in unserer Bademodenabteilung. Aha. Ja, hier auf diesem Foto erkenne ich sie ganz genau. Ich hatte sie erst vor ein paar Tagen zu mir gerufen. Es ging um eine Vervollständigung ihrer Personalakte. Ich werde mich sofort mit dem Etagenchef in Verbindung setzen. Es ist seine Pflicht, mir als Personalchef jedes Fernbleiben unserer Angestellten sofort mitzuteilen. Bitte warten Sie einen Moment, Mr. Johnson. Ich brauche zunächst ein paar Angaben über Judy Hill. Augenblick, ich hole nur Ihre Akte. Hier, bitte. Geboren am 3.5.57 in Millington, ledig, Mutter Audrey Hill, verstorben 1984. Der Name des Vaters wurde bei Judys Geburt nicht angegeben. Entschuldigen Sie, Mr. Johnson, aber ich suche meinen Sohn. Ah, Mrs. Blake. Ich habe ihn nicht in seinem Geschäftszimmer angetroffen, da dachte ich, dass er vielleicht bei Ihnen wäre. Mr. Blake begleitet zurzeit einen Herrn von der Universal Bank durch das Haus. Verzeihung, darf ich vorstellen, Lieutenant O'Brien. Polizei? Ist etwas passiert? Ja, Mrs. Blake. Eine unserer Angestellten wurde gestern Nacht ermordet. Ermordet? Das ist ja... Was ist denn aus der Welt geworden? Eine Frau in meinem Alter wagt sich ja schon nicht mehr allein aus dem Haus. Jedenfalls vielen Dank, Mr. Johnson. Ich werde in seinem Büro auf meinen Sohn warten. Ja, Mrs. Blake. Mr. Johnson, ich hätte mir gern Judy das Adresse notiert. Augenblick. Hier, sie wohnte mit einer unserer Angestellten zusammen. Kate Moore ist ihr Name. Die Anschrift ist... Miss Moore? Ich nehme an, Sie sind von der Polizei. Ich bin Lieutenant O'Brien und das ist Sergeant Richards. Kommen Sie rein, ich habe Sie schon erwartet. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Seit wann wohnten Sie mit Judy Hill zusammen, Miss Moore? Seit mehr als 3 Jahren. Wissen Sie, es ist einfach billiger, wenn man sich die Miete teilt. Haben Sie Ihre Freundin heute Nacht nicht vermisst? Sergeant, wir haben zwar eine Wohnung miteinander geteilt, nicht aber unser Leben. Erzählen Sie uns von Ihrer Freundin. Was war Judy für ein Mensch? Was gibt's da groß zu erzählen? Judy war ein Mädchen wie alle anderen auch. Kennengelernt haben wir uns, als wir in Adams Bierbar kellnerten. Sie war damals mit Tom Adams verlobt. Wir verstanden uns prächtig, hatten keine Geheimnisse voreinander. Deshalb haben wir uns ja auch zusammengeschmissen in dieser Bude hier. Allerdings... Ja? Nach dem Tod ihrer Mutter war Judy irgendwie anders. Früher konnte sie sich über die kleinsten Dinge freuen, hatte immer gute Laune, war ein unheimlich lebenslustiger Typ. Auf einmal war ja nichts mehr recht. Besonders Tom passte ihr nicht mehr. Sie hatte plötzlich ständig etwas an ihm auszusetzen. Einen ungehobelten Klotz nannte sie ihn. Sie löste die Verlobung und fing den Job im Warenhaus an. Und wie hat sich dieser Tom Adams ihr gegenüber verhalten? Tom ist ein wahnsinnig eifersüchtiger Typ. Er war ziemlich fertig damals. Dazu kam, dass sein Geschäft nicht gut lief. Ich hatte ja meinen Job noch bei ihm, aber er konnte seine Angestellten bald nicht mehr bezahlen. Judy hat mir dann auch eine Anstellung bei Holiday verschafft. Miss Moore, es musste doch einen Grund geben, dass Judy diesen Adams plötzlich nicht mehr akzeptierte. Hatte sie vielleicht einen anderen Mann? Ich bin mir nicht sicher. Was soll das heißen? Judy erzählte ja nichts mehr und wenn sie was sagte, dann führte sie komische Reden, zum Beispiel, dass sie sowieso nicht mehr zu arbeiten brauchte, wenn sie erst 30 sei oder nur, was ihr wirklich Spaß machte und dass sie mit 30 eine stinkreiche Frau sein werde. Das hat sie oft gesagt. Aber wie kam sie denn auf derartige Ideen? Keine Ahnung, Sergeant. Wenn ich sie fragte, kniff sie nur den Mund zusammen. Ehrlich gesagt, manchmal dachte ich, sie spinnt. Hätte doch sein können, dass sie durch den Tod ihrer Mutter... Sie hing sehr an ihr, wissen Sie?
Judy Hill wäre in 2 Wochen 30 geworden. Offensichtlich wollte jemand verhindern, dass sie das noch erlebt. Denken Sie nach, Kate. Hatte Judy ein Verhältnis in letzter Zeit, eine Beziehung? Ich sagte Ihnen doch, überschwieg sie wie ein Grab. Es ist Ihnen also nichts aufgefallen? Nein. Das heißt, Moment mal. Vor ein paar Tagen habe ich sie in einen silbergrauen Wagen einsteigen sehen. Am Steuer saß ein Mann. Allerdings, ja. Er war schlecht zu erkennen durch die Autoscheibe. Außerdem, ich war ein paar Meter entfernt. Ich glaube, es war ein blonder Typ. Schmales Gesicht. Begrüßt hatten sie sich mit Handschlag. Blond, sagen Sie. Mhm. Wissen Sie, was es für ein Wagentyp war, Kit? Nein, davon habe ich keine Ahnung. Aber dass er silbergrau war, wissen Sie genau? Ja. Julie erkannte mich plötzlich, war irgendwie verwirrt und flüsterte dem Typ etwas zu. Der Wagen startete und rauschte davon. Haben Sie denn ihr gegenüber diese sonderbare Begegnung nicht mal erwähnt? Doch, natürlich. Ich habe sie sogar gefragt, was das Ganze zu bedeuten hätte, ob ich ihr vielleicht helfen könne. Als Antwort bekam ich ein Kopfschütteln, weiter nichts. Miss Moore, dürfen wir uns mal in Julies Zimmer umsehen? Ja, natürlich. Danke. Bitte kommen Sie hier entlang. Ich habe mir in Adams Bierbar einen Hamburger reingequält. Hm. Und? Was ist der Eindruck, Sergeant? Schmierig und fleckig, die Bude. Ich meine diesen Tom Adams. Was ist das für ein Typ? Irgendwie passt er da rein. Eine ziemlich dubiose Erscheinung. Könnte das vielleicht unser Mr. Brown gewesen sein? Ausgeschlossen. Adams ist untersetzt und dunkel. Außerdem trägt er einen Vollbart. Hm. Fragen wir trotzdem mal den Computer, was er von ihm hält. Übrigens, ich habe den Autopsiebericht mitgebracht. Tod durch Stichverletzung des Herzens. Aber noch was, Lieutenant. Gestern Abend habe ich mir ein gemütliches Stündchen mit Judys Fotoalbum gemacht. Sehen Sie sich mal diese Fotos an. Stinkvornehme Villa. Judy hielt in den Armen eines älteren Herrn vor dem Swimmingpool. Wie idyllisch. Daytona Beach 1984 steht auf der Rückseite. Vielleicht hilft uns das weiter, Sergeant. Ich war übrigens auch nicht untätig, als Sie in Adams Bierbar herumsaßen. Ich habe mich mal ein bisschen im Warenhaus Holiday umgesehen. Und als ich meinen Wagen packte, fuhr ein silbergrauer Ford in die Tiefgarage. Und am Steuer ein blonder Typ, so um die 30. Schmales Gesicht, nach hinten gekämmtes Haar. Doch nicht etwa unser Mr. Brown? Könnte sein, dass unser Mr. Brown Joe Blake persönlich ist. Was denn? Der Juniorchef von Holiday? Und bitten wir doch mal um eine kleine Audienz bei Mr. Blake. Also gut, Lieutenant, ich will Ihnen nichts vormachen. Hat ja doch keinen Sinn, Versteck zu spielen. Ja, ich habe Judy Hill gekannt. Recht gut sogar. Sie wollen sagen, Sie hatten ein Verhältnis mit ihr. Sehen Sie, genau das wollte ich nicht sagen. Judy war ein ausgesprochen attraktives Mädchen, ja, aber es lief nichts zwischen uns beiden. So. Mr. Blake, haben Sie sich in der vorletzten Nacht im Highway Motel vor der Stadt aufgehalten? Ich? Wie kommen Sie darauf? Wir werden eine Gegenüberstellung veranlassen, Mr. Blake. Eine Gegenüberstellung? Ja, mit einem Zeugen. Also gut. Ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Ja. Ich war mit Judy Hill im Highway Motel vorgestern Nacht. Es gab einiges zu klären zwischen uns beiden. Also beschlossen wir, dorthin zu fahren, wo man ungestört und unbeobachtet reden kann. Deshalb ließen wir uns auch als Mr. und Mrs. Brown eintragen. Tja. Darf ich fragen, was zwischen Ihnen und einer Verkäuferin Ihres Unternehmens der Klärung bedurfte, Mr. Blake? Da es nichts mit Judys Tod zu tun hat, denke ich, ist es auch nicht notwendig, Ihre Frage zu beantworten. Diese Entscheidung sollten Sie doch lieber uns überlassen, Mr. Blake. Hören Sie, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Judy nicht getötet habe. Ich würde so etwas niemals fertigbringen. Niemals. Wozu haben Sie 2 Apartments gemietet, wenn Sie eines der Zimmer überhaupt nicht benutzt haben? Eigentlich hatten wir die Absicht, dort zu übernachten. Aber Judy und ich, wir hatten... Also schön, wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Ich beschloss, in die Stadt zurückzufahren. Was für eine Auseinandersetzung, Mr. Blake?
Ich sagte Ihnen bereits, es hat nichts mit Judys Tod zu tun. Na schön. Gehen wir der Reihe nach. Bitte sehen Sie sich doch mal diese Fotos an. Mhm. Kennen Sie diesen Herrn, der Judy so liebevoll in seinen Armen hält? Das ist... Bitte? Es ist mein Vater. Nun packen Sie aber endlich aus, Mr. Blake. Mein Vater in unserem Sommersitz in Daytona Beach. Dort hielt er sich in den Jahren vor seinem Tod meist auf. Er war herzkrank, wissen Sie. Mutters Art, ihr Wesen regte ihn immer wieder so auf. Er ging ihr aus dem Weg, so oft es nur ging. Versuchte, sein eigenes Leben zu leben. Und welche Rolle spielte Judy Hill dabei? Sie war... Ja? Sie war seine Tochter. Seine Tochter? Aus einer außerehelichen Beziehung, ja. Judy Hill war also ihre Halbschwester? Ja. Vater holte Judy nach dem Tod ihrer Mutter ein paar Wochen zu sich auf den Sommersitz. Er hatte Audrey, also jene andere Frau, wohl nie vergessen können, obgleich er sich für meine Mutter entschieden hatte. Sie müssen wissen, das Geschäftsunternehmen hat meine Mutter mit in die Ehe gebracht. Ihr Vater hatte also auch nach der Eheschließung mit Ihrer Mutter noch Kontakt mit Audrey Hill? Ich weiß nur, dass er über ein Anwaltsbüro regelmäßig Geld an Sie überweisen ließ. Hatte Ihre Mutter eine Ahnung, wer Judy Hill war? Sie hat es schon vor Jahren durch einen dummen Zufall erfahren. Und wie hat sie reagiert? Sie war fassungslos. Konnte nicht begreifen, weshalb es Vater in all den Jahren verschwiegen hat. Wissen Sie, meine Mutter ist ein Mensch, der mit seiner übertriebenen Fürsorge und Liebe andere geradezu ersticken kann. Ja, sie diktiert, was für einen gut ist und was nicht. Ich habe als Kind sehr darunter gelitten. Als ich volljährig wurde, habe ich mir eine eigene Wohnung gesucht. Jeder Mensch braucht doch schließlich ein Stück Freiraum, verstehen Sie? Auch Vater hat sehr unter ihrer Art gelitten. Er flüchtete mehr und mehr in seine Welt verklärter Erinnerungen. Und dazu zählten eben jene Audrey Hill und ihre Tochter Judy, die ihrer verstorbenen Mutter wohl sehr ähnlich gewesen sein muss. In Judys Personalakte ist der Name ihres Vaters nicht vermerkt. Judys Mutter hat nach der Geburt ihrer Tochter den Namen des Vaters nicht angegeben, da er sie nicht geheiratet hatte. Woher wusste dann aber Judy von der Existenz ihres Vaters? Nach dem Tod ihrer Mutter hat sie Briefe gefunden. Liebesbriefe, wenn Sie so wollen. Daraufhin suchte sie meinen Vater auf. Er war vom ersten Augenblick an fasziniert von ihr, betonte immer wieder, dass sie aussehe wie ihre Mutter. Auch deshalb wohl die Verfügung, die er bei einem Rechtsanwalt hinterlegt hat. Was für eine Verfügung? Judy sollte an ihrem 30. Geburtstag eine $500.000 über das Geschäftskonto des Unternehmens erhalten. Eine halbe Million. Ein ziemlicher Haufen Geld, was? Im Augenblick sogar zu viel. Mein Vater war der bessere Geschäftsmann. Verstehen Sie? Unser Unternehmen läuft nicht gerade sehr rentabel im Augenblick. Ich kann eine derartige Summe gegenwärtig unmöglich freimachen. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Was verstehen Sie? Es ging in Ihrer Auseinandersetzung mit Judy um jene Geldsumme, die Sie nicht zahlen wollten. Ich habe Judy um etwas Geduld gebeten, nichts weiter. Sie aber hatte eigene Pläne, wollte eine Boutique eröffnen, hatte wohl schon etwas in Aussicht. Sie setzte Ihnen also die Pistole auf die Brust und Sie wiederum war nicht bereit zu zahlen. Ach, leider sind die Fakten, die Sie uns liefern, nicht gerade entlastend für Sie. Ich würde niemals... Bitte, Sie müssen mir glauben... Ja, diesen Satz habe ich schon so oft gehört. Weshalb wollten Sie uns zunächst nicht die Wahrheit sagen, Mr. Blake? Weil ich verhindern wollte, dass mein Name in Zusammenhang mit einem Mord in der Presse erscheint. Oder glauben Sie, dass so etwas das Geschäft stimuliert? Wenn Sie wenigstens ein überzeugendes Alibi für die Tatzeit hätten. Moment mal. Ich habe vom Motel kommend kurz vor Mirrington den Wagen aufgetankt. Das muss so gegen... 1.30 Uhr gewesen sein. Der Tankwart müsste sich an mich erinnern. Wir haben sogar ein paar Worte gewechselt. Ja, wir werden das überprüfen. Ach, eine Kleinigkeit noch, Mr. Blake. Ja? Wir müssen Sie bitten, sich einer Blutuntersuchung zu unterziehen. Blake Junior hat Blutgruppe A, RH positiv, Lieutenant. Die Blutgruppe des Täters also. Aber der Tankwart konnte sich dunkel an Blake erinnern. Er bestätigte, dass er nach 1 Uhr an der Tankstelle auftauchte. Vielleicht hat sich Blake auf diese Weise nur ein Alibi verschaffen wollen.
und ist dann wieder zurückgefahren zum Motel. Ja, vielleicht. Ich habe übrigens inzwischen den Computer nach diesem Adams befragt. Unehrenhaft aus der Armee entlassen, zweifach vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung. Außerdem hat Adams Blutgruppe A. Rh-positiv. Wie auch unser Mr. Black. Dann sollten wir uns schnellstens mal bei Adams umsehen. Verdammt nochmal, sind Sie schwerhörig? Ich habe mit dem Mord an Judy nichts zu tun. Wie ist dann aber das Tatmesser in Ihren Lieferwagen gekommen, Mr. Adams? Das was? Das alte Taschenmesser, das wir unter dem Fahrersitz gefunden haben. Von der Spurensicherung ist es eindeutig als die Mordwaffe identifiziert worden. Aber das ist doch... Ja, das ist ganz unmöglich. Hey, weshalb sollte ich Judy umgebracht haben? Können Sie mir das vielleicht erklären? Nun, immerhin hat sie sie vor einiger Zeit verlassen, obgleich sie doch beide verlobt waren. Hören Sie, Lieutenant, die Geschichte ist eine halbe Ewigkeit her. Sie glauben doch nicht etwa, dass Wie ich jetzt Wie kommt noch... das Messer in Ihren Lieferwagen, Adams? Ja, es liegt klar auf der Hand. Da will mir einer den Mord in die Schuhe schieben. Ja. Ja. Das letzte Mal, da haben Sie ein Jahr wegen Körperverletzung gesessen, nicht wahr? Ja, aber sogar der Richter hat eingesehen, dass der Kerl einen Denkzettel verdient hatte. Bietet mir drei Riesen für mein Mädchen. Ich bin auch kein Zuhälter. Nein, Lieutenant, bei sowas sehe ich rot. Eben, Adams, genau das fürchte ich auch. Das mit Judy war endgültig vorbei, ehrlich. Wozu brauchen Sie eigentlich einen so großen Lieferwagen, Adams? Ja, ich schaffe das Bier für meine Bar ran. Außerdem habe ich noch einen festen Kundenkreis, den ich mit Getränken beliefere. Bier, Cola, Juice, frei Haus. Service bringt was ein heutzutage. Beliefern Sie zufällig auch Mr. Blake? Blake? Den Holiday Blake? Seine Mutter gibt bei mir regelmäßig telefonische Bestellungen auf. Und was haben Sie da in der Hand? Da? Da bin ich mit dem Korkenzieher abgerutscht. Oh, sieht aber gar nicht gut aus. Sieht schlimmer aus, als es ist. Kann ich jetzt endlich gehen, Lieutenant? Tut mir leid, Adams. Tut mir wirklich leid, aber da passt zu viel zusammen. Kennen Sie das Messer, Mr. Blake? So ein ähnliches Messer besaß ich mal als kleiner Junge. Bitte sehen Sie es sich genau an. Ich hatte es verloren. Oder nein, meine Mutter behauptete, ich hätte es verloren. Das habe ich ihr aber damals nicht geglaubt. Ich wusste, dass Mutter nur Angst hatte. Ich könnte mich verletzen. Wie erklären Sie sich die übertriebene Fürsorge Ihrer Mutter, Mr. Blake? Als kleiner Junge war ich längere Zeit krank gewesen. Ich war nicht so kräftig wie die anderen in meinem Alter. Meine Mutter glaubte, mich ständig beschützen zu müssen. Später dann war das ziemlich belastend für mich. Ich sollte nur für sie da sein. Jede Verabredung, die ich mit einem Mädchen hatte, wusste sie zu verhindern. Sie hatte eine schreckliche Angst, mich eines Tages zu verlieren. Mr. Blake, es ist jenes Messer, mit dem Judy Hill erstochen wurde. Was? Was sagen Sie da? Fassen Sie sich, Mr. Blake. Es war mir interessant, Ihre Reaktion zu beobachten, als Sergeant Richards Ihnen das Messer übergab. Was wollen Sie damit sagen? Nichts, Mr. Blake. Im Augenblick jedenfalls noch nicht. Besitzt Ihre Mutter eigentlich einen eigenen Wagen? Nein. Aber gelegentlich benutzt sie meinen. Oder sie leiht sich einen Mietwagen aus. So wie vor 3 Tagen. Beim Car Rent Service im Norden der Stadt. Polizei? Bitte, kommen Sie herein. Abends habe ich jetzt selten Besuch. Bitte. Ja. Früher, als mein Mann noch lebte, da hatten wir oft Gäste. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke.
Sind wir uns nicht vorgestern im Warenhaus schon einmal begegnet? Ja, natürlich, bei Mr. Johnson. Ach ja. Mein Sohn ist noch recht jung für eine Aufgabe, wie sie die Führung eines so großen Warenhauses erfordert. Ich sehe es als meine Pflicht an, gelegentlich nach dem Rechten zu sehen. Ihm fehlt noch ein wenig die Professionalität, aber die kommt ganz sicher mit den Erfahrungen. Ja, ganz sicher. Mrs. Blake, wo waren Sie eigentlich vorgestern Nacht? Ich? Zu Hause natürlich. Wie kommen Sie auf so eine Frage? Haben Sie einen Zeugen? Ich lebe allein, Sergeant. Sie wollen mich doch wohl nicht mit diesem abscheulichen Verbrechen in Verbindung bringen. Mrs. Blake, haben Sie dieses Taschenmesser schon einmal gesehen? Nein. Nehmen Sie um Gottes Willen dieses fürchterliche Ding weg. Bitte sehen Sie es sich genau an. Aber ich sage Ihnen doch, ich habe es noch nie gesehen. Sagen Sie die Wahrheit, Mrs. Blake. Sie waren es, jenes Tatmesser in Tom Adams' Wagen unter den Fahrersitz warf, als er Ihnen eine bestellte Getränkelieferung ins Haus brachte, um den Verdacht auf Adams zu lenken, auf den Mann, der mit Judy Hill einmal verlobt war. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch, Sergeant. Nun, immerhin sollte sie eine halbe Million Dollar erhalten. So jedenfalls hatte es Ihr Mann festgelegt. Glauben Sie wirklich, ich würde deswegen einen Menschen töten? Sie sind ein schlechter Menschenkenner, Lieutenant. Ja, warten wir die Blutuntersuchung ab, Mrs. Blake. Ich nehme an, Sie haben Blutgruppe A. Rh-positiv, oder? Ach, Mrs. Blake, haben Sie unter dem Rhododendronstrauch in Ihrem Garten Blumen gepflanzt? Nein. Wie kommen Sie darauf? Nun, als wir durch Ihren Garten gingen, fiel uns auf, dass an der Stelle da jemand gegraben haben muss. Gegraben? Ja. Könnte es vielleicht sein, dass Sie dort Ihr Kleid vergraben haben, weil es blutverschmiert war? Was für ein Kleid? Tut mir leid, Lieutenant. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich spreche von dem Kleid, das Sie in der Nacht, als Judy Hill sterben musste, getragen haben. Nach Aussage der Spurensicherung muss es braunes Gewebe gewesen sein. Aber ich habe doch gar kein braunes Kleid. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Mrs. Blake. Gehen wir hinaus in den Garten und sehen wir gemeinsam nach, was da unter dem Strauch vergraben ist. Kommen Sie. Ich... Haben Sie uns etwas zu sagen, Mrs. Blake? Ich habe Judy Hill gehasst. Nicht, weil es eine uneheliche Tochter meines Mannes war, nein. Viel schmerzlicher war für mich, dass er bis zu seinem Tod allein in ihr sein Leben verwirklicht sah. Nicht in unserer Ehe. Nicht in unserem Zusammensein. Ein nebeneinander herleben nannte er unser Dasein. In diesem Mädchen sah er immer wieder nur ihre Mutter. Jene andere Frau, von der er träumte, die ihn verfolgte bis zum letzten Tag. Ich wollte abrechnen, ja. Eine Abrechnung nach Jahren der Demütigung. Ich wusste, traf, hielt mir einen Wagen und fuhr hinaus. Sie schlief, als ich durch das Fenster das Zimmer betrat. Ich. Ganz fest schloss ich die Augen, ganz fest, und dann... Dann tat ich es. Es war schrecklich. Weshalb haben Sie das Kleid eigentlich nicht verbrannt, Mrs. Blake? Ich habe Ölheizung, Sergeant. Ja. Tja. Dann Ihr Mantel, Mrs. Blake. Kommen Sie. Wir brachten das Kriminalhörspiel Blutgruppe A von Hannelore Steiner. Dramaturgie Thorsten Enders. Die Personen und ihre Darsteller waren Lieutenant O'Brien Dieter Bellmann, Sergeant Richards Matthias Humitsch, Mrs. Baxter Friederike Raschke, Mr. Johnson Wolfgang Jakob, Kate Moore Ingrid Hille, Tom Adams Eberhard Strauß, Mr. Blake Bernd Stübner, Mrs. Blake Christa Gottschalk. Schnitt Steffi Pohling, Ton Harald Zahn. Regieassistenz Dorothea Garlin. Regie Annegret Berger.